Hi, ich bin's wieder, eure Hanna, und heute bin ich hier mit Lara. Hi. Der macht mich fertig, der Hund. Und Lara ist meine Schulfreundin, also meine beste Freundin aus der Schule. Ja. Ja, was denn? Okay. Und heute war Halloween, wie man sieht. So gehen wir nämlich jeden Tag raus. Und wir haben ein bisschen mitgefilmt. Ja. Machst du mein Netz? War ein schöner Tag? Ja, war ein schöner Tag. Ja. Ich zeige euch jetzt die Deko. Also ich zeige euch jetzt die Deko. Also hier, so, ja, ja. So, das ist, das kennt man noch, das Ding von vor ein paar Jahren aus einem Video. Könnt ihr ja mal finden. Wenn ihr es versucht, findet ihr es bestimmt. Hier ist noch ein Spinner. Da ist so Licht. Und da ist noch mehr Licht. Und da ist auch so Licht. Und da ist Lena. Und da ist der andere Hund. Der Hübsche. Der hat Hunger. Hier komme ich zu dir. Machen Sie das. Wir müssen jetzt zeigen, was wir alles so egal haben. Okay. So, okay, also erstmal, wir waren auch in der Bude sogar heute. Und wir gingen so damit rein. Auf einmal geben die uns deren ganzes Geld und ich weiß nicht wieso. War natürlich ein Scherz. Ja, auf jeden Fall zeigen wir euch jetzt, was wir bekommen haben. Wir fangen an mit... Yes. Da haben wir uns richtig gefreut. Ich meine... Okay. Dann haben wir von so einer netten Familie namens Kremser. Das ist eine nette Frau namens Lena. Namens Lena Marie Kremser. Schwester von Hayley Lien, aber die Martina Kremser. Und ihr habt hier viel Kremser. Und. Hanuta. Yes. Es ist so viel kleines Zeug, das man nicht so gut zeigen kann. Dann haben wir so, ich habe noch Knoppers gekriegt. Ja, ich habe mir dafür Kinderriegel genommen. Das sind Haare. Achso, und bei der Bude haben wir Kinderriegel bekommen. Achso, ja, ich habe noch mehr Kinderriegel. Also ich meine, man kriegt mal schon zwei Kinderriegel geschenkt. Dann halt so Gummibärchen halt. Ja, Mauerns. Haribo. Mach Kinder auch. Mamba. Kinderbonbons. Die kennt doch jeder von Halloween, oder? Die gibt es einfach jedes Jahr auf seiner Liste. Da waren einfach Leute, die haben Karneval. Das ist einfach das Beste. Was? Die Leute, die Fritt nach uns geschmissen haben. Ja, jemand hat Fritt, so ein Kind hat Fritt auf uns geworfen. Das hat Lena gegeben. Ich habe mich ein bisschen. Das hat schon ein bisschen weh. Ja. Und so ein Opa, ne, wir haben dann so angestellt und dann so ein Opa aufgemacht, guckt und gesagt, was seid ihr? Und dann hat die Tür einfach wieder zugemacht. Und dann... Okay. Auf einmal Trauma. Schokolade. Und jetzt die Frage. Welche Person ist so grausam und versteckt an Kinder Eisbonbons? Warum? Welches Kind ist genau. Ich habe die früher voll gerne gegessen. Willst du mich jetzt judgen? Ja. Oh, ich hatte Hoffnung, dass es die sauren sind. Die sind nicht so gut. Einfach ab. Oh, süßes Babyfett. Smuddy. Milky Way. Milky Way. Milky Way. Milky Way. Die sind lecker. Dann halt ja. So Kleinigkeiten. Ne? Das sind so diese Bonbons, die ich mal beim Zahnarzt früher bekommen habe. Das Bonbons beim Zahnarzt, ne? Ja, immer. Es gab immer diese ganz, ganz kleinen, bunten Lutschbonbons, die es auch bei Karneval gibt. Jeder liebt die. Die gab es bei uns manchmal beim Arzt, beim Kinderarzt. Aber es... Der Friseur ganz die immer. Ja. Und auch schon mal in einem China-Restaurant. Da haben wir erstmal ganz schön oft reingegriffen. Das war echt krass. Und jetzt werden noch Filme geguckt. Natürlich Horrorfilme, weil was denn sonst? Und... Essen. Dann wird heute Abend noch ein bisschen Sims gespielt. Essen. Und Essen? Lena sagt Essen. Ein bisschen gespielt wird. Die Rechnung bricht. Und wie viel haben wir ausgegeben? Ja, haben wir da. Nee, irgendwie 50 irgendwas. Mit Schnäppchen. Ja, 51 Euro. Oh nein. That's what she said.
Dank, die dir mit euch uns jetzt gegeben hat, haben wir in den letzten 3 Häusern zusammengekriegt. Hey, von der Sonne. Ich habe keine Bonbons mehr. Keine Bonbons mehr. Habt ihr Hunger?